Ja, hallo Freunde. Heute kontrollieren wir mein Problemvolk. Wie vielleicht noch wisst, vom letzten Video habe ich hier eine Eisenzelle reingehangen. Jetzt bei der Durchsicht achte ich natürlich darauf, ob diese weiße Zelle offen ist, also eine Königin geschlüpft ist, oder ob ich dieses Volk nochmal wieder kontrollieren muss in einer Woche. Gerade zum Winter hin, wenn es kühler wird, bauen die Damen sehr viel mit dem Propolis zu, mit dem Kitharz. Ich kann da schon mal ein bisschen haken. In der Ruhe liegt die Kraft. Und dass dort keine Königin vorhanden ist, klopfen die Bienen ab. Und hinterher nach dem Video repariert das Trennschild. So. Ja, das ist ein Wirtschaftsvolk mit gewissen Problemen. Es hat jetzt schon zwei Königinnen bekommen, aber irgendwie übernimmt es die Königin. Okay, da ist eine Weiselzelle drauf, die ist noch geschlossen. Ich hatte ja von dem Schwarmableger nebenan eine Brutwabe entnommen mit Weißelzelle. Ja. Also wie es ausschaut, ist die Königin noch nicht geschlüpft. Ja, kann man sich vielleicht nochmal erkennen, die Weißelzelle. Hobby. Vorsichtig rein. Und kontrolliere dabei weiter, ob sich da noch irgendwas ergeben hat, vielleicht doch noch mal eine Königin zurückgekommen ist. Vielleicht auch noch mal Stifte zu entdecken sind. Futter ist hier nichts. Muss ich hier dran schieben. Futterkranz und Pollen, aber auch alles leer, keine Stifte. Zellen sind alle repariert worden mit der Zeit. Eine leere saubere Wabe. Nur mit Futter. Auch nur Futter und Pollen in der Mitte. Keine Stifte, gar nichts.
genauer schauen. Ja, hier sind Stifte drin. Stifte, Brut in verschiedenen Stadien. Ja, kann man das sehen, die Maden. Und man glaubt es nicht, hier läuft die Königin mit Opalitblättchen. Doch die zugesetzte Königin vor 14 Tagen hat überlebt. War aber wohl noch nicht in Stimmung, Eier zu legen. Ja, da Richtung Daumen. Blaue Plättchen auf dem Rücken. Das freut mich. Euch sicherlich auch. Wir hängen die wieder vorsichtig zurück. Ja. Das freut mich. Jetzt noch verdeckelte Brut. Ich hatte ja zwischendurch mal die Waben etwas getauscht. In der Hoffnung, dass sich das von alleine regelt. Aber nee, die zugesetzte Königin hat überlebt. Hat nur in den ersten 7 Tagen keine Stifte gelegt. Warum das so ist, vielleicht weiß das ja jemand, könnt mir das in den Kommentaren beantworten. Aber jetzt sind überall super Stifte. Hier das Drohnenriemchen wird mittlerweile auch nur noch genutzt, um Futter zu speichern für den Winter. So. Hier ist genügend Pollen noch vorhanden. Genauso. Ja, Mensch, das freut mich. Ich bin problemvoll überleben. Ich schicke jetzt die Rähmchen zurück. Erste Wabe raus. Ich schaue, dass ich jetzt die weiße Zelle hier ausbreche. Ja, die Königin ist noch nicht entwickelt oder so. Ja, freut mich, Mensch. So, im Anschluss werde ich gleich noch mein Warmvolk kontrollieren und für euch müsste es dann übermorgen sein, wenn ich mit der Varroa-Behandlung beginne. Ja, ich mache so lange den Deckel zu. Wie gesagt, das Gähnchen, das Trennschild repariere ich gleich noch. Und das heute ein bisschen kühler ist, mache ich natürlich den Deckel drauf. Ja, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr wisst, warum die Königin erst so spät die Eier gelegt hat, schreibt ihr mir das bitte in die Kommentare. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert meinen Kanal.